Okay, alle noch wach. Okay, die Musik ist ja ein bisschen flotter geworden. Beruhigt mich so ein bisschen. Und... Moment. Hallo Snowsport. Und vielen Dank für dein Follow. Haben wir noch irgendwas? Ich lese mir derweil mal die Lore von Dark Souls durch. Die ist sehr interessant, soweit ich sie kenne. Ich kann sie auch nicht so gut, weil ich sie mir nie wirklich durchgelesen habe. Ich kenne die nur von Dark Souls, was ich auch sehr viel geguckt habe, muss ich sagen. Ich gucke unheimlich gern Dark Souls Streams. Oder auch Speedruns. Denk mir immer, wie können die Leute nur so gut sein? Mir geht's da eigentlich, ja, wie Snowsword. Ich mag Dark Souls. Das ist einfach so. Keine Rolle ist noch wach. Sehr schön. So. Ich habe meine Pyromatieflamme verstärkt. Ich habe diese Fähigkeit. Ich glaube, das nächste Ziel ist dann das Schild, was ich haben möchte. Ich weiß nicht, Snowsword, ob du jetzt schon länger zugeguckt hast. Ich spiele das nicht so, als würde man es das erste Mal spielen. Ich spiele es ja auch nicht das erste Mal, obwohl ich es nicht kann. Muss ich direkt. Och, die sind da. Moment. Die sind da. Ich habe. Im Moment habe ich noch einen einigermaßen Plan, was ich mache. Sagen wir es mal so. Das wird sich aber noch ändern. Der ist nicht da. Okay, ich bin beruhigt. Dann werden wir mal mit denen quatschen. Wovon ist die getriggert? Weil ich den Eid abgelegt habe? Ich weiß es nicht. Hi. Der ist nicht sehr gesprächig. Na gut. Und du? Hi. What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Oh, you again. What business have you? I don't suppose we can help, though. We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her. And Nico, too. I can't very well abandon them now. Ja, das werden wir noch sehen. Das werden wir noch sehen. Und du? Hi. You are undead as well. We have no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Gebe ich dir gewissermaßen recht. Did I not explain the urgency of our tasks? Who are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Naja, das werden wir noch sehen, gute Frau. Did I not explain the urgency of our tasks? Who are you so uncouth as to lack... Sie wiederholt sich. Ich bin mal gespannt, ob wir ihr nochmal begegnen. Also ich weiß, was da weiterkommt, aber ich weiß nicht, inwiefern das getriggert wird. Ich kann es also nicht gezielt machen. Und ich vor allem mag ich die Gegend nicht. So. Herr Kollege, beschäftige ich mich mit dir oder lasse ich dich noch in Ruhe? Du gibst, glaube ich, relativ gute Seelen. Ich probiere es mal. Eventuell kommt der nächste Tod. Eventuell. Heiner!
Ich hätte gerne meine Waffe noch stärker, bevor ich das Schild hole. Und auch meine Pyromatieflamme. Wobei ich jetzt nicht geguckt habe, wie viele Seelen ich dafür brauche. Ich Depp. Mann, könntest du mal sterben? Das ist ja schrecklich mit dir. Alter. Ja, danke. Ich finde immer noch, eine Karte wäre so wertvoll. Ja, wie gesagt, teilweise hätte ich sie auch gerne, aber andererseits, es ist nicht schlecht, dass es sie nicht gibt und ich wüsste auch nicht, wie die aussehen soll. Ehrlich, hier eine vernünftige Karte draußen machen von dieser Welt ist wow. Okay, er ist schon getriggert. Ja, Dancing, Dancing Queen. Wo bin ich vor dir sicher? Na, die Kollegen sind nämlich im Weg. Fuck. What? So. Was? Ich wollte dich nicht treten. Entschuldigung. Stirbst du auch mal? Danke. Wo ist der mit dem Loot? Da. Zerbrochenes Schwert. Ganz toll. Ich bin begeistert. Okay. Es geht also um eine Flamme. Ach, Arena ist nicht gestartet. Okay. Ich dachte schon gerade, verdammt, ich komme nicht in die Arena rein. Aber ihr habt sie gar nicht gestartet. Dann mache ich das. So, ist er noch da? Ja. Bei meinem letzten Durchlauf kann ich ja gar nicht sagen, weil er gar nicht durch ist, war der jetzt runtergefallen. Das war eigentlich sehr nice. Ja, jetzt hat das leider nicht getan. Komm, ich heil mich mal. So, guten Tag. Jetzt ist er runtergefallen. Du bist doch ein Arschloch. Das Blöde ist, ich habe da unten nicht geklärt. Ich habe jetzt nur mal die Story zum ersten Teil angesehen. Ja, das ist ja der erste Teil. Das passt doch. Vom zweiten Teil kenne ich es ja auch nicht. Habe ich aber auch noch nicht gespielt. Oder vom dritten. Kommst du hier rüber? Kann ich mich mit dir anlegen, ohne den Rest wegzuhauen? Das ist gerade ein bisschen ungünstig, weil ich hier nicht geklärt habe. Fuck. Ja, und damit wäre geklärt, warum diese Fähigkeit so gut ist. Das hätte ich am Anfang nie gedacht. Geht um die klassische Endzeitgeschichte. Ja, richtig. So, mache ich die da auch noch? Komm mal her. Der da hinten kommt noch nicht. Doch, er kommt. Okay. Jetzt habe ich sie alle. Scheiße. Ja. So war das nicht gedacht.
Bleibst du liegen? Ja, er bleibt liegen. Okay. Seelen. Habe ich noch Scherben? Kleine Scherben 2. Ich glaube, ich brauche aber 3. Ich bin mir nicht sicher. Könntet ihr mal eine Scherbe droppen? Verfluchte Hacke. Ich meine, ich kann welche kaufen, aber. Das wollen wir ja nicht unbedingt, ne? Fuck. Beide nichts gedroppt. Arschlöcher. Aber warum kaufen, wenn man auch geizig sein kann? Genau. Na komm, hauen wir dem auch noch auf die Socken da. Vielleicht droppt er ja eine. Hi. Nein, nicht zweimal töten. Auch nicht. Das gibt's ja nicht. Auch nicht. Na gut, dann halt kaufen. Falsch. Danny und das Gambeln. Wie lange hast du da jetzt schon kein Glück mehr gehabt? Das ist echt unglaublich. So, Heiner. Große Glut. Ja, natürlich kriegst du die. Da bin ich mir sicher, mein Freund. Da bin ich mir sicher. So, Oh, ich brauche nur 2. Okay. Wie viel bräuchte ich denn? Noch mal auch nur 2 kriegen wir hin. Was? Nee. Jetzt bräuchte ich 3. Das kriegen wir aber nicht hin. Okay. Brauche ich noch irgendwas von dir? Na gut, das ist klar, ist logisch. Dann nicht. Okay. Dann.
haben wir hier jetzt ein kleines Problem. Wobei ich gerade überlegen bin, renne ich hier durch und mache den später. Oder gehe ich jetzt ein paar Tode ein, weil da werde ich mit Sicherheit auch sterben. Mit ziemlicher Sicherheit. Oh, ist schon gepult, oder? Ja. Heiner? Ja. Ja, ich wollte eigentlich an dir vorbeilaufen. Ja, danke. Der hat mir keinen Schaden gemacht mit seinem Treffer. Das ist ja interessant. Warte mal. Hi. Wie viel Schaden mache ich dir denn? Wow, 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 wow. Okay. Habe ich gerne gemacht. 2900. Damit wäre jetzt die Waffe 1 höher. 3, dein Professor hat einen Wunsch zu verschwinden. Er würde in Dark Souls sterben. Voll der Spoiler. Gegenstand kaufen. Kleine Scherben. 1, 2, 3 Stück. Dankeschön. Waffe verstärken. Okay. Waffe umwandeln. Brauche ich eine große Scherbe nur. Und 200 Seelen. Okay, danke. Wenn ich sie jetzt nochmal verstärken will, bleiben eine große Scherbe und 200 Seelen. Ja, perfekt. Das ist ja schon fast zu schön, um wahr zu sein. Arena, alles klar. Ach, Nightbot hat sie eröffnet. Noch besser. So, warte, habe ich eine kleine Seele? Jo. Okay, Waffe auf 7. Das, auf 6, ne? Auf 6? Ich stehe jetzt auf 6. Ne, auf 7. Boah, das hätte ich ja gar nicht zu träumen gewagt. Was? Danke, danke. Wofür? Was? Weil du den Turm nicht umgeworfen hast? Ah ne, da oben ist noch ein GZ. Kleiner Rolli hat den Turm umgeworfen. Okay, da hat Kleiner Rolli heute Pech mit dem Turm, muss ich echt sagen. Heiner. Hä? Wo, was? Du warst ein bisschen desorientiert, kann das sein? Nein. Damit triffst du mich bitte nicht. Lila losdunken. Ja, den werden wir auch noch brauchen. Willkommen im Finsterwurzgarten. Kommst du da hinten? Ja. So, dann mal auf zu meinem Schild und hoffentlich ohne zu sterben. Und mit viel Glück auch zu einer sehr guten Waffe.
Wobei ich nicht weiß, ob ich diese Waffe benutzen werde. Denn ich glaube, ich bin mir da nicht ganz sicher, ich glaube, es ist eine stärkere Waffe. Und ich wollte eigentlich auf Beweglichkeit bleiben. Stream Elements, ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, was haben wir da? Da haben wir noch was Feines. Fuck. Doch, es hat geklappt. Ein Brocken. Wow. Sau gut. Da lag, glaube ich, noch was, oder? Nicht? Ach, eins tiefer. Okay, eins tiefer. Hier pulle ich aber schon, oder? Ah, nee, da muss ich hinspringen. Ach, so war das. Lederrüstung, Lederhandschuh, Lederstiefel, Langbogen, Federpfeil. Gut, dass ich keinen Bogen gekauft habe. Jetzt haben wir einen. Ja, da ist schon ein Warnhinweis auf das, was gleich kommen mag. Wahrscheinlich. Pass auf, Leuchtfeuer. Das ist da, glaube ich, oder? Stimmt, hier war auch ein Leuchtfeuer. Ja, will ich aber nicht. Leuchtfeuer interessiert mich nicht. Da kommen die Warnhinweise. Und was ich haben will, liegt da. Was im Weg ist, famoser Schatz, ja, das weiß ich. Offenes Gebiet, was? Ach so, als Tipp für den Kampf, ein offenes Gebiet aufsuchen. Ja, ja, ist in Ordnung. So, guten Tag, da ist nämlich das, was im Weg ist. Ich kämpfe ganz gerne hier gegen den. Ich habe nämlich schon das Glück gehabt, dass er dann da runterfällt. Hi. Oh shit. Komm, fall runter. Fuck. Mann! Das klappt nicht. Ah ja. Und er hat seine Waffe gedroppt. Beste Waffe im Spiel. Höchstwahrscheinlich. Sie wird auf jeden Fall von Speedrunnern benutzt. Liebend gern. Ich habe mein, was ich am Anfang des Streams kurz gezeigt habe, die 140 Stunden oder sowas, die ich habe, wo ich im NG Plus bin, da trage ich sie auch. Schwarzritter Hellbade. 245 Grundschaden. Das Ding macht Autsch. Okay, es ist eine Stärkewaffe. Ich könnte sie also gar nicht anlegen. Brauche ich also gar nicht mehr darüber nachdenken. 32 Stärke brauche ich dafür und 18 Geschicklichkeit. Wobei ich noch durchaus auf Stärke gehen könnte. Also mir liegt es grundsätzlich noch offen. Man weiß es noch nicht. Also Grundplan ist es nicht, sie zu nutzen.
Und hier haben ein paar Leute den Kampf hier versucht. Und das da wollte ich haben. So, jetzt sehen wir oben einen Buff, der die drei grünen Pfeile. Das bedeutet, ich habe eine höhere... Ach, hier war das Leuchtfeuer. Eine höhere Ausdauerregeneration. Was auch funktioniert, wenn man das Schild auf dem Rücken trägt. Machen wir das mal an. Ich weiß gar nicht mehr, was kam denn hier? Hier komme ich. Ach so, warte. Ach, hier bin ich dann. Ich bin jetzt am Überlegen. Da hinten liegt auch etwas, was sehr wünschenswert ist. Also nicht das auf der Brücke, sondern an den ganzen Drachen hier vorbei. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, wenn man es nicht weiß. Da ist ja dieser Torbogen und rechts vom Torbogen ist, wo der Bogen oben anfängt, eine Plattform. Da kann man mit einer Leiter hoch und da oben liegt ein sehr guter Ring. Speedrunner holen sich den auch. Speedrunner können aber im Gegensatz zu mir auch spielen. Der Ring erhöht nämlich Schaden. Ja, jegliche Schadensarten, egal ob Magie oder sonst irgendwas, um, ich glaube, 20%, wenn man wenig Leben hat. Für mich also eher uninteressant, weil wenig Leben werde ich nicht... Kann mir natürlich passieren, klar, lege ich es aber nicht drauf an. Also holen wir lieber nicht. Oder jetzt noch nicht, später vielleicht. Wir könnten aber von hier aus auch... Sir Hydra, die ich auch nicht sonderlich mag. Ich gehe raus für heute, bin müde. Musst du mit dem Count selber machen für heute. Ist ja kein Problem. Gute Nacht, kleiner Rolli. Und vielen Dank, dass du den Count bis jetzt übernommen hast. Vielleicht mag es ja jetzt jemand anders übernehmen. Einzige Voraussetzung für den Count-Befehl ist, dass man mindestens eine Stunde schon zugesehen hat bei irgendeinem Stream von mir. Ansonsten kann den jeder benutzen. Hier ging es zur Hydra, ne? Ja. Die Hydra selbst reizt mich jetzt gar nicht. Schon allein, weil ich diesen Kampf auch nicht mag. Denn das finde ich so... Ich werde nie raffen, wie man diesen Kampf... mit sehr wenig eigenem Schaden machen kann. Ich habe es schon oft genug gesehen, dass Leute das machen. Wie sie es machen, werde ich nie kapieren. Aber was ich jetzt gerade überlege, da lang kommen wir zu jemandem, den ich schon mal erwähnt habe, wo ich schon mal gesagt habe, da gehen wir jetzt auf keinen Fall hin. Obwohl wir es mit Generalschlüssel konnten.
überlege gerade, ob ich es jetzt mache, obwohl er immer noch schwer ist. Da muss, darf man sich nichts drüber einbilden. Der nächste gepult? Ja. Hi. Noch einer gepult? Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas liegt. Auf jeden Fall ist die Hydra noch nicht gepult. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe noch alle 10 Estos. Aber nur noch 3 Verbrennungen. ...2500 Seelen, na ja, komm. Dafür wurde der Generalschlüssel benutzt. Ich wollte gerade sagen, seit wann kommt denn der raus? Er kommt nicht raus. Aber netterweise hat er sich gezeigt. Normal hat man eine böse Überraschung, wenn man reingeht. Man braucht den Generalschlüssel auch von hier unten. Wo kriegt man denn einen Schlüssel, der diese Tür aufmacht, wenn man den Generalschlüssel nicht hat? Es war mir jetzt echt nicht bewusst. Ich dachte, von hier unten kann man die generell aufmachen. Naja. Hi, na? Der Kollege hat eine scheiß fette Rüstung. Er macht einen Scheißschaden. Und ich weiß gar nicht, wie viel Leben er hat. Er hat wahrscheinlich auch scheiße viel Leben. Autsch! Ja, sehr, so viel dazu. Warte. Wo ist die Tür? Einziger Vorteil, man kann hier rausgehen. Alter, mit einem Treffer. Guckt euch das an. Der hat gespoilert, ja. Also bei meinem allerersten Dark Souls Spiel wusste ich von dem nichts. Komm hier hin, denk mir, ach, hier ein Turm. Ach, hier ist eine Tür und die ging sogar auf. Also deswegen frage ich mich jetzt echt, welcher Schlüssel das war. Da hatte ich den Generalschlüssel nämlich nicht. Mach die Tür auf, geh da rein und krieg voll einen auf die Fresse. Ja. Und bei meinem zweiten Mal, wobei im zweiten Neustart, sagen wir mal so, durchgespielt hatte ich es dann nämlich noch nicht, hatte ich den Generalschlüssel und habe die gleiche Überraschung von oben erlebt. Weil ich von oben... Oh, den lässt sich staggern? Alter! Scheiße! Weil ich von oben nicht wusste, dass man hier hinkommt. Der lässt sich staggern? Danke, Lenny, dass du den Counter weitermachst. Das ist interessant. Aber mein Freund, ich habe wieder 16 Verbrennungen und du lässt dich staggern. Eventuell holen wir jetzt noch ein, zwei Tode, aber jetzt wird er sterben. Fuck. Ach, Alter. Nein, so gar nicht.
Ja, spring doch weg. Nein. Ich weiß, du lässt dich aussteckern, aber... Oh, danke. Könntest du die Lieder droppen? Die roten finde ich eher uninteressant. Und du da hinten, komm auch her. Das sah jetzt gerade so aus, als hätte das Phantom gegen ihn gekämpft. Lila, danke. Nächste bitte, Lila mit Blümchen. Blümchen, genau. Könnte ich mir eigentlich auch das Leuchtfeuer holen, falls wir hier nochmal sterben, aber es ist nicht so weit. Ne? Oh, ich bin schon dran vorbeigelaufen. Wo war denn das? Da. Obwohl, hier kriege ich nur 5 Estos, wenn ich das mache. Das Leuchtfeuer will ich nämlich auf keinen Fall entzünden. Ah, ist egal. So, komme ich zu dir hoch, ohne dass ich einen von den blauen Golems pulle? Sieht so aus, ja. Okay. Da grinsen mich meine Seelen an. Alter, ja, hau doch direkt zu. Oh, ich wollte die Seelen aufheben. Danke. Was machst du denn? Hä? Wow, warte. Der ist anscheinend immer wieder für eine Überraschung gut. Was war, hat er denn ja jetzt gemacht? Zwischendurch mal ein Nickerchen oder was? So, komm mal von der Wand weg. Alter! Ja, das vergeht nicht, das weiß ich. Er kann auch one-hitten. What? Der hat sich am Pillermann gekratzt. Ach so. Ja gut, das habe ich, da habe ich natürlich vollstes Verständnis für. Das muss manchmal sein.
eine Sache, die sich die Frauenwelt überhaupt nicht erklären kann, aber, ne? So. Wer so ein Ding hat, weiß, dass das hin und wieder mal notwendig ist. Das war kein One-Hit, du hattest nicht volles Leben. Nee? Ach, okay. Dann bin ich ja beruhigt, weil vorhin hat er ja, okay, ein Level weniger, also einen Punkt in Vitalität weniger. Und er hätte mich vorhin auf jeden Fall gewonnen hittet. Bist du jetzt gepult? Natürlich bist du jetzt gepult. Ja, ich hätte weiter rechts gehen können, okay. Na komm. Die Zeiten, dass ich vor euch Respekt hatte, sind vorbei, seitdem ich das erste Mal bei Sess war. Autsch. Ich sehe nichts. Kommt ein Kollege auch noch? Nein, okay. Da wird dir selbst in deiner Steinrüstung warm, wa? Zack. Komm mal wieder von der Wand weg. Ach, er macht wieder Päuschen. Hallo? Alter. Nee, voll Freund. Nein, nicht so nah an die Wand. Alter. Nein, 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 nein. Den Trick kenne ich von dir, mein Freund. Du hast aber auch viel Leben, das ist unglaublich. Das war ein bisschen vergeudet. Oh fuck. Ah. Das war aber ein One-Hit. Scheiße. Oh, du hast beim Gambeln gewonnen. Oh. GZ, sag ich da nur. Wie viele Tode haben wir mittlerweile? 10, das geht eigentlich noch. Also für meine Verhältnisse ist das sogar richtig gut. Falsche Richtung.
Kommst du? Nein. Jetzt? Nein. Gut. Du bist eine Sau, ehrlich. What? Reg dich mal ab. Wow. Was immer du da machst. Wow. Tschüss. Alter. Nein. Er one-hitted. Naja, ich wusste ja, auf was ich mich einlasse bei der Sau. Ja. Bitte haben Sie etwas Geduld. Die nachfolgenden Bosskämpfe verschieben sich um, keine Ahnung. Und eigentlich müsste ich auch wirklich, wenn ich hier rumtreibe, mich mit der Hydra anlegen. Habe ich auch keinen Bock zu. Alter, was war denn das jetzt? Läuft ja einfach weiter. Nightbot hat die Arena eröffnet. Okay, habe ich Ruhe? Ja. Also, Arena. Hi. Was? Mach doch direkt nochmal, das ist doch klar. Ja. Prost. Ich will seinen Ring. Das habe ich mir jetzt in den Kopf gesetzt. Auch wenn wir ihn eigentlich gar nicht brauchen. Theoretisch. Dein Wunsch ist ihm Befehl. Ja, ja. Und Stream, Alter, Stream Element schon wieder. Okay. So, mein Freund. Oh.
Scheiße, bin ich blöd. Tschüss. Das war wirklich eigene Doofheit. Und das werde ich nie verstehen. Da ist irgendwie eine unsichtbare Mauer, dass er nicht da weitergeht. Gibt es zum Glück an einer anderen Stelle hier im... Ist das Finsterwurzgarten? Ist auf jeden Fall auch hier in der Gegend. Nee, das ist nicht mehr Finsterwurzgarten. Ich weiß gar nicht, wie die Gegend heißt. Gibt es sowas auch nochmal? Was ich persönlich auch gerne ausnutze, genau wie hier. Wow, das hat ja richtig Schaden gemacht. Alter! Ja, kommst ja genau richtig wieder. Verdammt. Tu. Kontrollblick, jawohl. Alles gut. Nächster Versuch. Du Schwein, ey. Komm, der muss doch schwindelig werden. Alter! Leider erkenne ich aber auch diesen Schlag nicht, wo er diese Drehung um 360 Grad macht. Ist mir noch nicht klar, woran man die erkennt, ob man sie überhaupt erkennt. Also ich gehe mal davon aus, dass man sie erkennt, aber ich erkenne sie nicht. Jetzt haben wir bei weitem mehr Tode bei Harrel als im ganzen vorherigen Spiel. So, what? So, kann sein, dass ich jetzt schon gepult habe. Nein? Okay. Immer noch nicht? Okay. Dann weiter zu ihm. Oh, hallo, immer wieder einen neuen Trick drauf, ne?
Jetzt ist er... Mein Sprung ging nicht. Ich wollte eigentlich eine Rolle machen. Hallo? Okay, die Rolle hat geklappt. Sie war nur zu früh. Verdammt! Warte. Oh shit. Wo ist die Tür? Boah. Alter. Das wird knapp mit dem Estos. Ja. Das gibt's doch nicht. Es ist... Kann es sein, dass ich mit jedem mal schlechter werde? Es kommt mir gerade so vor. So viel Krähen kriegen wir nicht zusammen über... Die Seelen. Das hier ist, glaube ich, eine 800er und das sind, glaube ich, 400er. Ich weiß es nicht genau. Es wären also nur 2000. Schade. Ist mir egal, ich erhöhe die Korte jedes Moment. Ne, falsche Richtung. Mit dem 5 Estos ist aber auch kacke, wie man jetzt sehen konnte. Das ist so... Aber dieses Leuchtfeuer hier zu entzünden, das ist totaler Bullshit. Mal abgesehen davon, dass ich Risiko eingehe, invadiert zu werden, wenn ich jetzt das Leuchtfeuer entzünde. Also mich menschlich mache. Und wie viel Menschlichkeit habe ich überhaupt? 4, 5, 6. Das ist eh zu wenig. Ich brauche noch jede Menge im späteren Verlauf. Wirklich jede Menge. Alter, du willst mich doch verarschen. Das ist kein volles Leben, ne? Aber dafür vergeude ich nicht noch ein Festos. Scheiße. Was? Das war die falsche Taste? Hallo, hebst du mal die Seelen auf? Komm noch mal von der Kackwand weg.
Es ist ja sauer, glaube ich. Alter! Ah, der war schlecht, der war schlecht. Hallo, Baba. Ja! Havels Ring. Grundsätzlich ein sehr wichtiger Ring. Auch wenn wir ihn theoretisch eigentlich nicht bräuchten. Havels Ring. Dieser Ring wurde nach Havel dem Fels benannt. Fürst Gwyns altem Kampfgefährten. Havels Männer bezeugten mit diesem Ring ihr Vertrauen in den Anführer und konnten dank seiner Kräfte schwere Lasten tragen. Erhöht maximale Ausrüstungslast. Legen wir an. Das bedeutet, wir könnten jetzt schwerere Rüstung, schwerere Waffen, keine Ahnung, alles Mögliche in schwerer tragen, ohne zu riskieren, die Fast Roll, die für mich ein absolutes Muss ist, zu verlieren. First try, ja, schön wär's. Schön wär's. So, gehen wir hier hoch. Nee, wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück und gehen im Bosskampf an. Sorry, ach so, Kekse. Keksebefehl benutzt. Bin nur auf der Durchreise. Grüße von Mammut. Krümmel und Kekse für alle. Yay, Kekse! Dann grüß mal Mammut, wenn du zu ihm weiter raust. Ich weiß nicht, streamt er noch? Der hat ja heute auch gestreamt. Ich gehe mal davon aus, dass der Stream noch läuft. Ich weiß es aber nicht. Kommt da jetzt schon einer angewandert? Hast du mich durch die Wand gesehen oder was? Er steht zumindest da. Kommst du angewandert? Ja, du kommst angewandert. Du Sau wolltest doch schon wieder das machen, was mich auf jeden Fall getötet hätte. Weil ich kein volles Leben habe. Mittlerweile könnte ich an genug Leben haben, um so eine böse Attacke zu überleben. Aber mein Leben ist ja nicht voll, von daher.
wäre es wahrscheinlich tödlich gewesen. Hi, na? Ich will mal gerade was gucken. Ich will nur wissen, ob ich das richtig im Kopf habe. Wo ist die Hehlweide? Da. Ja, man braucht Funkeltitanit dafür. Okay. Wovon ich schon 4 Stück habe. Wow. Da bräuchte ich 2 große Scherben, wo ich keine mehr habe. Die verkaufst du auch nicht, ne? Ne, du verkaufst nur kleine. Ich könnte mir aber die Schmiedekiste mitnehmen. Dann muss ich nicht zu ihm, wenn ich Scherben habe. Obwohl, das ist Quatsch. Reparaturkiste, boah, ist auch Quatsch. Nö, brauchen wir nicht. Wir könnten aber mal reparieren. Okay, auch nicht notwendig, aber naja. So, dann würde ich mal sagen, Richtung Bostheim. Ja? Werden jetzt noch jemanden befreien. Und dann heißt es Bostheim. Alter, was war das denn? So, Heiner. Das sah ein bisschen kurios aus. Lass mich mal hinter dich, Berg. Ach, was soll denn das? Du bist kein Fechter. Na komm. Wollen Sie nicht? Also wenn ich nur zum Boss wollte, hätte ich jetzt auch durchrennen können. Das klappt eigentlich einigermaßen.
obwohl ich das grundsätzlich nicht so gut kann. Was? Remote Server Returned Code 520 bekommt von Professor Simon Wright das 733. Kissen an den Kopf. Okay. Mein Bot beschmeißt also irgendwelche Server mit Kissen. Na gut. Lass ich mal so stehen. Kommt noch was? Nee. Einmal große Seele. Hast du mich schon gesehen oder wanderst du einfach nur ein bisschen rumher? Ich weiß nicht, ich bin nämlich gerade überlegen, ob hier irgendwo noch was rumliegt. Er hatte mich gesehen, okay. Boah, dieser scheiß Stuhl da. Hi. Wenn das mal immer klappen würde, das wäre so geil. So, du scheiß Stuhl. Soll. Was? So. Okay, Quote 7. Der bleibt, auf jeden Fall. Ach ja. Na, ich will auch Jenga. Jenga, jawohl. Lag hier noch was? Bin mir nicht sicher. Nö, doch. Menschlichkeit, sehr schön. Ja, und dann mal da rein, ne? Lag hier noch was? Nö. Dann mal, guten Tag. Na, haben Sie ein Problem da drin? Lass mal dich mal raus, wa? Wofür habe ich denn den Schlüssel geholt, ne? Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. A reward? Later? Weiß gar nicht mehr, kriegt man von dem irgendwas? Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. Weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß, was er droppt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er mir irgendwann irgendwas gibt. Woran bist denn du gestorben? Der ist bestimmt durchgerannt. Dann kommen nämlich die Skelette da unten, die Untoten, die kommen nämlich dann hier hoch. Dieser amerikanische Patriotismus in Filmen geht mir auf den Zeiger. Der ist oft sehr übertrieben, das stimmt.
Nachricht lesen. Versuch's mit Schweif. Ja. Werde ich, glaube ich, versuchen, ja. So, wäre ich jetzt in menschlicher Gestalt, dann könnte ich hier noch eine Hilfe rufen. Was ich nicht bin. Ich weiß gar nicht, wer kommt denn dann? Ist es unser Praise the Sun? Ich weiß gar nicht, wer da kommt. Egal, ich heile mich mal. Und dann würde ich sagen, ist Boss Time. Eigentlich schade, dass ich dich töten muss. Gut, dass jetzt viel zu verzögert. Mein... Hallo, geht der... Scheiße, ich wollte eigentlich den Schwanz, aber naja... Wow, 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 wow! Warum ist dein Schwanz ab? Hä? Okay, GG, easy, first try. Warum war von dem zweiten der Schwanz ab? Ich bin überrascht. Aber na gut. Jetzt konnte man wieder sehen, warum ich diese Verbrennung haben wollte und warum ich den Weg hierhin so gegangen bin, wie wir es bisher gemacht haben. Gut, das Schild hätte ich mir sparen können, aber auch das war nicht falsch. Wenn ich jetzt geschafft hätte von dem... Ersten? Warum der zweite keinen Schwanz hatte, ist mir ein Rätsel. Von dem ersten den Schwanz abzuhauen, dann hätte ich auch eine Beweglichkeitswaffe bekommen. Die nicht schlecht ist. Mit der ich aber nicht umgehen kann. Bin am Überlegen, weil Quote und so... Wüsste jetzt nicht, was du da quoten willst, aber naja. Dann läuten wir mal ein bisschen, was andere Spieler auch hören können. Ne? Na, Cam, gehst du mal wieder an? Danke. Ja, danke, dass ihr mich vom Boss alleine gelassen habt. Was? Hast du einen Boss? Ach, du hast einen Boss. Ja, da konnte ich... Das stimmt, habe ich gesehen. Du hast den ja getriggert, als ich hier den Bosskampf gestartet habe. Also ich konnte da nicht einsteigen. Das war zwei Bosse gleichzeitig, wäre ein bisschen heftig gewesen. Ich hatte ja eh schon zweimal. Jetzt habe ich den Blutfleck berührt, ne? Ja. Nicht hier? Doch. Eins tiefer? Aus Verzweiflung, Gamble All. Alles klar. Guten Tag. Na, wo waren Sie denn eben? Greetings. I'm Oswald of Kareem, the Pawn. Thou art a friend. For thee,
Om. Cometh thou to confess? But who cares? Evil sin is my revenge. Ich habe nichts zu beichten. Und ich will auch niemanden beschuldigen. Aber deine Geste kannst du mir beibringen. Und, warum eigentlich Eid widerrufen? Naja, ist egal. Und, was hast du noch? Ein Wunder. Ein Talisman, den man für Wunder bräuchte. Blutbissring. Ja, nee. Aber auf jeden Fall, wisst ihr, hier kostet Läuterungsstein nur 3000. Bei dem anderen Händler, da in dem, hinter den Gittern, die Trulli, da kostet er 4000. Davon nehmen wir einen mit. Den kann man immer brauchen. Habe ich ihn jetzt nicht gekauft oder hatte ich 13.000 Seelen? Okay. Wenn du das sagst. Ne, da ist er. Okay, ich habe 13.000 Seelen. Alles klar. Ach so, da. Gelobt sei die Sonne. Jawohl. Hier liegt sonst nichts mehr, ne? Weiß ich gar nicht. Unglaublich, wo hier die Blutflecken teilweise sind. Das ist, wow. Beinahe einen Schritt zu weit gegangen. Aber hier ist ja zum Glück nicht so tief. Also von daher wäre das noch nicht mal so schlimm gewesen. Lalala, habe ich hier alles? Da war ich gucken, den habe ich rausgeholt. Ja. Seelen, soll ich mir noch ein paar mitnehmen? Heiner, komm her und was habe ich denn da? Nicht die Bank auf der Schulter liegen, war nicht schlecht. So. Orientierungslos da. Geben die eigentlich 200, okay. Ja, kann man ja, ne? Schaden können die auf keinen Fall. Ihr seid tot, jawohl. Okay. Brauche ich noch Vitalität oder gehe ich mal in Kondition? Könnte ich mal was mehr gehen, glaube ich. Wobei, ich kann mir ja jetzt hier mehrere Level-Ups leisten, ne? Nehmen wir mal 2 auf Schaden noch mit. Also auf Beweglichkeit, was auch Schaden ausmacht, wie man sieht, wenn auch nicht so viel.
Dann habe ich noch 2700 Seelen. Dann machen wir doch. Oh, das sind 1000. Okay. Ich will jetzt gerade überlegen, ob ich in Zauberei was setze. Weil ich möchte auf jeden Fall noch einen Slot haben. Genau genommen sogar zwei Slots. Die ich aber noch nicht kriege. Oh doch, dann kriege ich schon einen Slot. Oh! Ach stimmt, mit 14? Dann glaube ich 16 und dann 19. Okay. Haben wir noch 347 Seelen übrig. Auf dem Weg zum Feuerbrandschrein kriegen wir noch ein bisschen was. Dann kaufe ich den Feuerball nochmal. Dass wir mehr Feuerbälle haben. Oder ich kaufe den großen Feuerball. Mal gucken. Was soll ich mit deinem Helm? Müll. So ein Feuerball, Junge. So, doch den gemacht. Was? Quote. Scheiße, ich wollte eigentlich den Schwanz. Aber pff, naja. Wieso ist dein eigentlich ab? Oh Gott. Oh Gott. Also den aus dem Kontext gerissen. Ja. Oh. Ah, zu spät, verdammt. Machen wir das? Nee. Die sind immer noch da. Oh, ich habe erst 587. Der kostet nämlich 800 und der große kostet 8000. Ja, ist okay. Warte mal. Jetzt wird man sehen, warum ich schon ein paar Mal hier hingegangen bin, um etwas zu kontrollieren. Dann guckt mal, wer da sitzt. Man muss ihn nicht befreien. Ich weiß nicht, wie es sonst getriggert wird, aber irgendwann befreit er sich selber und dann sitzt er auch da. Und deswegen bin ich immer mal wieder hier hingegangen. Denn, warte mal. I have your reward. Please accept it. Eine Sonnenlichtmedaille kriege ich von dem. Ach so. Da macht er schon eine kleine Andeutung auf das, was er vorhat. Your
humanity is really slipping, but there are methods. Most fools have more humanity than they know what to do with. Now, who do you imagine will make the best use of it? Okay. Sagst du noch was? You again. What is it? Our futures are murky. Let's not be too friendly now. Keine Zeit für Freundlichkeiten. Er sagt es nicht klar. Und man, ich glaube, man versteht es auch nur, wenn man weiß, was er tut, wenn man, ne? Er macht aber auf jeden Fall eine Andeutung. Und wir werden jetzt zusehen, dass er das, was er vorhat, nicht machen kann. Tschüss. 1000 Seelen. Das ist nice. Weil, hätte ich ihn jetzt nicht getötet, ich hätte auch gegen ihn kämpfen können, was aber schwierig ist, muss man sagen, dann hätte er unsere junge Dame, die dort sitzt, im späteren Verlauf getötet und damit das Leuchtfeuer oben gelöscht. Das kann man wieder rückgängig machen, ist aber schwer und ja, bin ich mal dran verzweifelt. Also macht man es so. Und was wir jetzt machen, einmal ausloggen. Und wieder einloggen. Weil was, wenn er da runterfällt, liegt sein Loot nicht hier. Jetzt liegt er hier. Einmal Menschlichkeit. Oh, fünfmal. Oh. Und den Schutzring der Gunst. Wieso hörst du mir mit halbem Ohr zu? Danny kotzt den Fernseher an. Danny will wohl hier ordentlich sauber machen. Air Force One hat gerade aufgehört und ich habe spontan Götze im Hals gehabt. Warum guckst du dir sowas auch an? So, den Ring. Ich habe ihn auch mehr oder weniger zu schätzen gelernt. Ich werde ihn jetzt anlegen. Schutzring der Gunst. Verstärkt TP, Ausdauer und Last. Bricht bei Entfernung. Bricht bei Entfernung. Ich darf ihn auf gut Deutsch nie wieder ausziehen, sonst ist er kaputt. Aber zum einen haben wir keinen anderen Ring momentan, der interessant wäre. Und zum anderen, es ist spürbar, dass er eben sowohl mehr Leben, mehr Ausdauer, als auch mehr Last gibt. Also muss man ganz klar sagen. Ein Ring, der die Gunst und den Schutz der Göttin Finna, der schicksalhaften Schönheit der Legenden, symbolisiert. Der Ring verstärkt TP, Ausdauer und maximale Ausrüstungslast des Trägers, zerbricht aber, wenn er entfernt wird. Zack. Habt ihr meinen Lebensbalken gesehen? Wow. Wow. Sowas kennt man ja, Billigring. Meine Frau, und die ist eingeschlafen. Ich müsste aufstehen, um zur Fernbedienung zu kommen. Okay. Achso, ich wollte ja noch 800 Seelen ausgeben. Heiner! Oh, hello there. I'm playing as well. Was würde das eigentlich jetzt kosten? 5500. Das wird langsam richtig teuer, ne? Aber es bringt auch verdammt viel. So, Zauberei einstimmen. In den Slot, den wir neu haben, diesen hier. Und zack. Haben wir 16 Feuerbälle zur Verfügung. Sollte man, es wäre im Falle des Feuerballs Quatsch, aber sollte man NG Plus weiterspielen und kauft sich diesen Fireball nochmal, geht nur noch einmal, also in jedem Durchgang einmal, könnte man es auch noch anlegen und hätte dann 24 zur Verfügung. Im Fall vom Feuerball aber Quatsch, weil er viel zu wenig Schaden macht.
So, gehen wir zum Klaffdrachen. Oder ich habe 12 menschlich, 14 Menschlichkeit. Okay, das wäre schon immer nicht ganz falsch. Na, wir gehen zum Klaffdrachen, weil ich noch mal ein bisschen Leben gerne hätte. Also nicht Leben, noch ein, zwei Level-Ups gerne hätte für den anderen Bereich. Nicht Drache töten! Das ist ein hässlicher Drache. Klar, der Discounter ist erst zweistellig. Das ärgert mich ein bisschen, dass der zweistellig ist. Bis zu dem Grund, warum er zweistellig wurde, lief es nämlich sehr gut. Ein verdammter Havel, ey. Schwiegermütter sind schlimmer. Kann sein. Kann man aus seiner Haut einen feuerfesten Mantel herstellen, Kappa? Nee, leider nicht. Ich weiß gar nicht, was droppt denn der Klaffdrache? Weiß ich jetzt gar nicht. War ich gerade überlegen, bin hier schön am Pennen. Ne? War übrigens Quatsch, dass ich hier hochgegangen bin. Das war totaler Quatsch. Och, ich habe mit meiner Schwiegermutter keine Probleme. Ich mach mal ein Foto, hab eine Drachenstatue hier, Moment. Hast mit dem Taschendrachen angefangen. Schön. Da oben habe ich noch was liegen lassen. Habe ich jetzt in Augenwinkel gesehen. Eine kleine Seele. Also, meine ehemalige Schwiegermutter, hört sich ein bisschen doof an. Ich war ja nur verlobt. Mit der hätte ich auch keine Probleme gehabt. Die war okay. Jo. Heiner, ich könnte dich eigentlich töten. Dich brauche ich überhaupt nicht. Aber lass mal das. Hast Glück gehabt. Okay, es sind One-Hits, sehr gut. Heiner. Hatte ich recht?
Läuterungsstein 6000 bei der sogar. Wow. Bei der kann man Menschlichkeit kaufen? Oh. Das ist interessant. Ich habe 3 lila Moosklumpen. Das ist nicht viel. Mit Blume gar keinen. Ach so, die kosten 500 pro Stück. Okay. Verringert Blutungszug. Brauche ich das? Nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Für Giftpfeile habe ich mittlerweile 12. Arena eröffnet, okay. Arena eröffnet. Aha. Du überlebst das. Ach so. Wollte ich mal kreativ töten, war das auch wieder nichts. Da habe ich was nicht aufgehoben? Warum das denn? Alter, und diese Schlamperei. Oh, der war verkackt. Du mal den da, ja genau. Was man im Target hat, ist manchmal auch so tricky. Das ist unglaublich. Hallo? Was? Man kann auf die Tische drauf? Ja, lull. Jetzt nicht. Also, interessant. Wer GG? Ich schon wieder. Ich und Arena, das ist echt wow. Aber danke, danke. Hi, Hundi. Alter. Blödes Mistvieh. Und der zweite? Ah, okay. Der ist nur da, wenn der Fleischer noch da war. Okay. Dann wollen wir mal da hinein. So, jetzt muss ich mich umgucken, weil spätestens jetzt fängt an, dass ich die Wege nicht kenne richtig. Gerade hier unten, das ist so wow. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich das hier unten ausführlich mache. Oder nicht. So, und das Schild, was wir gerade bekommen haben, werden wir jetzt anlegen. Das ist nämlich, warte. Das Schild der wilden Bergbanditen.
Ein Schild von ungewöhnlicher Form mit einer schwarzen Spinne drauf. Widersteht Gift. Es erhöht mir also die Giftresistenz. Was hier unten doch durchaus praktisch ist. Kriege ich dich von hier oben? Boah, diese Ratte, ne? Die ist so geil. Sieht man, hiervon sieht sie da gar nicht richtig. Dreh dich mal um. Guckt euch mal an, wie die aussieht. Ich finde die widerlich und faszinierend zugleich. Die ist so geil designt. Da, dieses Auge. Wow. Bemitleidenswert, widerlich, faszinierend. Kann ich dich von hier oben? Ja, kann ich. Okay. Gab's hier noch was hier oben oder darf ich runter? Ne, sonst war hier nichts. Ne? Was ist denn da für ein Hinweis? Versuch's mit Abgrund. Okay, dann. Warum kann ich nicht runterspringen? Ach, Schädel gestoßen. Ach, so. Meins. Kein Schleim hier? Meins. 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 So, wenn man jetzt mal horcht. Dieses komische Schnarchen oder Röhren oder wie auch immer man es nennen will, ich mag es nicht. Und das ist einer der Gründe, warum ich jetzt gerade überlege, hier unten eine Abkürzung zu gehen. Und ich glaube, das werde ich auch tun. Geronimo, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Okay, ich hab's richtig gemacht. Heiner. Die Viecher. Halten verdammt viel aus. Es sei denn. Na komm, sterb. Es sei denn. Man bekämpft sie mit Feuer. Oh, da kam einer von oben. Zack. Das geht fix. Heirate. Ja, lauf doch weg. So, guten Tag. Hi, Shemaj. And good day to you. I'm Donald of Xena. I'm just a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. I'm afraid I don't see anything here. Ach, dann, wenn du meinst. Bei ihm kann man Goldherz kaufen. Was auch, ja, nicht schlecht ist. Es ist nämlich ein kleiner Hinweis darauf, worauf der nächste Boss empfindlich ist. Außerdem kann man seine Rüstung kaufen. Boah, Pfeile. Eine Kristallausrüstung. Nein, nicht mein Ding. Die bodenlose Kiste wäre allerdings nicht uninteressant. Ich glaube, die kaufen wir mal. Und davon kaufen wir auch eins. Thank you. That was a fine trade. I have this funny feeling we'll meet again soon. We'll make another fine trade, of course.
Prost, einmal Cappuccino, der kalt und sowieso jetzt leer ist. Und Skeletor hat ihn niedergemacht. What? Bei den Bosskämpfen haben wir in letzter Zeit auch ein Pech, ne? Das ist unglaublich. Da sollte mal der ein oder andere noch mitmachen. So, und da runter wollen wir später. Da bin ich am Überlegen, ob ich einen anderen Weg gehe. Die Chance ist auch sehr hoch, dass ich den anderen Weg gehe. Hier rein, ja. Nein, hier geht's zum Boss, verdammt. Ich will erst noch woanders hin. Da. Diese Tür hätten wir von der anderen Seite nicht öffnen können. Und hätten somit einen ziemlich weiten Weg, unter anderem durch das Loch, was ich gerade erwähnt habe, gehen müssen. Wären relativ schnell zwar hier hingekommen, noch bevor man in das Loch springt. Aber halt diesen Shortcut zu öffnen, das ist, ja, das dauert ein bisschen. Und ich glaube, dieses Feuer werden wir auch entzünden. Ich Idiot, warum habe ich zwei benutzt? Ich hatte doch eins. Menschlichkeit unnötig verblasen kann ich. Nein. Hallo. So, wenn ich jetzt den direkten Weg zum Boss gehe, den wir ja jetzt schon können, verpasse ich allerdings eine NPC-Invasion. Das überlege ich mir noch. Warte, geht mal dieses Schild. Das geht. Ne? Nein, so ist aber auch doof. Hallo? Geh mal. Ah, so. Dann überlege ich mir noch. Ich gehe noch mal kurz Pipi machen. Cappuccino wieder auffüllen. Also kurze Pause. Und ja, danach weiß ich, gehen wir direkt zum Boss oder nicht. Ich gehe, ich denke mal schon. Von daher, alle mal schön Pipi machen gehen und ne, was sonst noch so ansteht. Bin gleich wieder da.